Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch was mitgebracht, was ihr schon mal in einem anderen kleinen Quickie gesehen habt. Und zwar ein kleines, süßes Junk Journal. Das ist A6 Format und hat perspektivisch zwei Signaturen. Ihr seht, ich habe es vorbereitet. Die beiden werden hier drin wohnen. Und ich weiß, jeder Junk Journaler macht das ein bisschen anders. Ich für meinen Teil bereite vor, was ich oder wie ich das Ganze einbinden möchte und dekoriere es dann, wenn ich sie so einzeln habe. Einfach aus dem Grund, ich sau da manchmal ganz schön rum und wenn ich im Rumsauen bin, möchte ich nicht noch mein Cover damit in Mitleidenschaft ziehen. Genauso das Band zum Schließen hier, was dann später so hier rüberkommt, hat kleine Gummibänder. Die sind auch noch nicht genau fest, weil ich ja noch gar nicht weiß, wie dick das Schätzchen wird. So, das ist, oder das wird das Junk Journal von einer Kollegin, der ich davon schon mal erzählt habe und die sehr gespannt ist, aber natürlich noch nicht weiß, dass sie selbst eins bekommt. Hier habe ich Serviettentechnik angewendet und ein paar Stamperia Die Cuts, ein bisschen Spitzenband, ja, und so ein obergeiles falsches Leder in Glitzer-Glänzoptik. Natürlich noch Buchecken dazu. Ja, hier ist so ein kleines Bellyband mit nochmal so ein Stamperia-Teil drauf. Hier haben wir zwei kleine Pockets. Und hier oben nochmal so ein Teil zum Reinklemmen. Ne? Name vergessen, kommt immer wieder. Hier habe ich so ein kleines Briefchen drin, für die, die sich mal über Junk Journal schlau lesen wollen. Was ist eigentlich ein Junk Journal? Das wohnt in diesem kleinen süßen Umschlag. Genau, hier haben wir nochmal so eine kleine Ecke, wo man was hinterstecken kann. Das nehme ich jetzt aus der Schusslinie, damit ich es nicht einsau. Was ebenfalls schon fertig ist, sind die drei Tags. Über diese Taggestaltung ging das letzte Video, ihr erinnert euch. Die sind auch fertig. Abfahrt. Was ich euch noch nicht gezeigt habe, ist ein kleiner Block, den ich hier mit reinsetzen möchte. Den habe ich mal gebaut aus Resten. Kleiner süßer Notizblock mit mal gepunktetem Papier. Ein bisschen gestencelt, ein bisschen Stamperia dazu. Hier oben süßes Washi und ein Eyelet. Auch das ist fertig, kommt an den Rand. So, jetzt haben wir hier zwei Signaturen, die in sich schon mal junk-journalig sind, sage ich mal. Also vom Grundsatz her. Bisschen schönes Stamperia-Cover. Und dann diverses verschiedenes Papier. Teilweise hier von dem schönen Fall in Love von Luise Heinzel. Wir haben so Doku, ein bisschen was aus dem Lexikon für Heimwerker. Wir haben diverses liniertes, kariertes, gepunktetes, kaffeegefärbtes, irgendwann mal noch teegefärbtes dabei. Das ist das, was hier in den Signaturen bereits wohnt. Ja, teilweise habe ich hier schon sowas gemacht, was man so hübsch ausfalten kann. Zack. Schon mal was vorbereitet. Wir haben kleine Stückchen Seiten. Wir haben ein Stück alten Atlas, also wirklich alten Atlas. Ihr seht, so ein richtig schönes, ausgepflanztes Papier. Herrlich. Schulpapier. Das alles kennt ihr ja bestimmt vom Junk Journaling. Falls nicht, gibt es 1000 schöne Videos, die ich euch dafür empfehlen kann. Jetzt möchte ich euch mit euch ein bisschen Deko einbringen und Taschen und Co. und alles, was man so haben kann. Hier liegt schon meine Klebematte. Nicht wundern, dass mein Schreibtisch schmutzig ist. Das hier ist meine, mal eben durch die Gegend zu organisieren, ne? Klebematte. Nun stelle ich euch erstmal vor, was ich hier habe und dann gucken wir mal, wo was hinkommt. Also das hier möchte noch zusammengefügt werden. Da habe ich ein bisschen liniertes, handliniertes Papier mit Klecksen und Schmetterlingen mit dem schönen Spruch. Das möchte auf jeden Fall irgendwo einziehen. Es darf niemals ein Doily fehlen, ganz klar. Hier habe ich eine vorbereitete Ecke, die hat, möglicherweise könnte sie sogar ein bisschen groß sein. Die hat auch nicht viel mehr, außer diese Ecke. Kann aber auch natürlich schön für den kleinen Block funktionieren. Ihr müsst sie irgendwie nehmen. So, das haben wir auch vorbereitet. Dann habe ich hier ein bisschen Spitze. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen mehr Spitze. Und ein bisschen was einfach, um die Kanten fein zu machen. Ein Stück
Stoff, ein Stück, eine kleine Ecke. Also kennt ihr schon mal mein kleines Stoffkonglomerat. Das lege ich mal hier oben hin. Edith Holden darf nicht fehlen, weil die Liebe hat nämlich im Juli Geburtstag. Und ich wollte hier aus dem Schätzelein eine Tasche machen. Also so, dass man quasi das hier zusammensetzt. Hier quasi zum Einstecken. Und möglichst so kleben, dass man diese Tasche auch noch mitblättern kann. Die möchte auch fertig gemacht werden. Dann habe ich so ein bisschen was für die Täschchen zum Einstecken. Zwei original schicke alte Fotos. Ihr seht die Ladies, die sind doch wunderschön. Da wird sich Frau Birgit bestimmt kaputt lachen. Und ein bisschen Platz zum Schreiben dahinter auch wieder. Ich habe mir einfach großes Papier geschnappt. Also hier DIN A4 handliniert und danach ein bisschen drauf rumgehext, wie ihr auch hier seht. Da habe ich vor, das entweder, ja, also am besten so einzubauen, dass es klappbar ist. Auch das gleiche linierte. Hier die ähnliche Idee, auch wieder ein bisschen liniertes. Hier habe ich noch einen kleinen Block gemacht. Der hat schon, also das ist ein nicht Abreißblock, sondern Abziehblock mit Klebeblättchen. Der möchte irgendwo aufgeklebt werden. Und dann kommt ein Faden hinter, den ich auch hier habe. Das möchte zusammen sein. Der Faden wird dahinter geklebt und dann hier drüber geschlossen. Das ist auch quasi ein vorbereitetes Teil. Da muss nicht mehr viel dran, außer es muss eingesetzt werden. So, hier habe ich nochmal ein schönes Stückchen von dem Luise Heinzel Papier. Das möchte auch geklappt werden. Und vielleicht, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, möchte dieses Fuchs- und Igel-Gedicht von Wilhelm Busch dahinter. Bin mir deswegen noch nicht ganz sicher, weil ich mir meine Schmetterlinge und den Schreibplatz irgendwie verbaue. Vielleicht möchte das auch woanders hin. We'll see. Auf jeden Fall werde ich das erstmal zur Seite legen und hier diese paar beschreibbaren kleinen Parts. Das hier, die Dinger sind zum Einstecken. Die räume ich schon mal hier hoch, damit sie mir nicht im Wege sind. Die sind zum Einkleben. Die dürfen hier rüber. Hier habe ich genauso eine Karte. Nochmal zum Schreiben. Ist eher was zum Einstecken als zum Kleben. Also darfst du auf den Wadestab. Hier habe ich ein paar Juli-Gedichte von Edith Holden. So zum Ausklappen. Und ich fand die Rückseite eigentlich auch fein. Da steht auch mal Beobachtungen aus dem Juli drin. Ich möchte gerne beides erhalten. Also das heißt, das muss klappbar und ziehbar sein. Ist aber auch eher was, was man direkt einbauen kann. So, dann habe ich hier noch so ein paar schöne Ecken, um was zu verstauen. Es muss eher einen Wohnort finden und eingebaut werden. Hier habe ich noch so eine Riesenecke, die ist, ja, sagen wir mal so, viel zu riesig für das Journal. Ich hatte ursprünglich mal vor, hier Schneewittchen und die sieben Zwerge dahin zu setzen. Jetzt kommt das aber, der Journal ist zu klein. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich dieses Papier, so wie es ist, benutzen kann. Ich lege es erstmal mit dem Fuchs und dem Igel zur Seite. Vielleicht fällt mir damit ja noch was anderes ein. So, dann habe ich hier, die möchten irgendwo aufgeklebt werden. Dann habe ich hier noch so kleine Puzzleteilchen. Jeweils, also hier, das war mein Sticker. Den habe ich bei irgendeinem Geschenk dabei gehabt. Ich fand den irgendwie süß. Und hier habe ich Liebesmarken, die ich jeweils da hintergesetzt habe. So. Dem Zeug gehen wir jetzt ins Rennen. Die sind vielleicht auch eher was zum in Täschchen stecken oder so. Das heißt, ich lege sie mir erstmal beiseite. Der Rest möchte jetzt mit euch verarbeitet werden. Und ich hole mir jetzt noch ein, zwei Handwerkszeuge und dann legen wir gleich los. Bis gleich. Ja, wie ihr wahrscheinlich an meinen Ärmeln erkennt, es ist ein neuer Tag. Ich wurde gestern hier beim Anfangen an Craften gestört und dementsprechend geht das jetzt so circa, ja, 24 Stunden, ein bisschen weniger als 24 Stunden später weiter. Ich bin wieder hier in meinem Basteltisch gelandet und die ausgebreitete Herrlichkeit der Sachen, die ich hier verbasteln möchte, liegt hier vor mir. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich hier dieses Jute-Seil genommen habe. Das ist nur temporär. Das heißt, ich habe damit einfach die Löcher quasi genutzt. Und werde danach das
die beiden Signaturen einbinden in die vorgesehenen Strippen. Ich habe hellblaue Gummistrippen genommen. Genau. Und hier ist auch, sag ich mal, die Mitte. Hier kann man schön was dran kleben. Also ich habe jetzt diese beiden Signaturen. Ich habe hier eine Handvoll Ideen. Und ich denke, dass wir jetzt hier einfach loslegen. Ich habe hier und da noch eine kleine Idee oder eine kleine Anmerkung für euch. Ich habe jetzt hier einfach mal spontan in der Mitte aufgeschlagen. Ich denke mir, dass hier der Juli ziemlich gut reinpassen würde. Also hier hätte ich gerne den Juli. Und ich hatte euch ja vorhin gezeigt, dass ich dieses kleine süße Blöcklein habe. Das würde ich ganz gern hier irgendwie in die Mitte reinpacken. Weil das trägt ein bisschen auf und ich denke, dass das hier ganz gut verortet wäre. Gegebenenfalls sogar mit dieser Tasche. Diese Tasche ist allerdings, muss ich so einkleben, dass sie klappbar ist. So, das heißt, ich habe sie dann so, dass sie umschlagbar ist, damit der Juli hier zu sehen ist. Weil ich finde es total schade, auf dieses schöne Bild zu malen, zu kleben. Das ist dieses Edith Holden-Bild hier zerstört. Das wäre sehr, sehr schade. So, also Idee ist einfach hier, da kann es klappen. Es steht ein bisschen über. Ich glaube, ich muss noch mal meinen Cutter bemühen, ein Stückchen. Aber insgesamt hätte ich gern das dort. Dann haben wir ein bisschen Juli in beiden Signaturen und ein Ort, wo dieser kleine süße Memories-Block wohnen darf. Gut, was brauchen wir dafür? Das schöne Zaubertape, Scotch-Tape. Auf beiden Seiten, weil ich, also klar könnte ich das hier mit richtig mit dem Junk Journal Kleber aufkleben, aber dann würde es mir hier einfach den 2. Juli zerstören. Also ich würde es hier tatsächlich so aufkleben, dass man diese Lasche mit umklappen kann, aber es darf maximal hier verbunden sein. So, das schaut dann tatsächlich noch ein bisschen über. Ich gucke gerade mal, kriege ich das noch anders? Nö, eigentlich nicht. Das heißt, wir hätten hier ein bisschen Überstand. Tja, wie man es dreht oder wendet. Viel mehr Platz wird es nicht. Also ich glaube hier der Juli, den wird es hier so erwischen und es wird einfach ein bisschen was rausstehen. Da wir noch ein bisschen Spitze haben, ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Alternativ könnte ich natürlich, Trick 17, hier diesen grauen Streifen abschnipseln. Das mache ich jetzt auch. Und dann wäre das Ganze ein bisschen näher bei der Mitte. Das wird mir gerade besser gefallen, muss ich sagen. So, ihr seht den grauen Streifen. Setzen wir mal an, schnibbelidu. Gucken mal, was das bringt. An Platz. Also Platz nach außen, weil ich meine, ich möchte natürlich die Spitze noch verarbeiten, nur die ist natürlich weich, so eine Kante hier ist nicht weich. So viel würde es uns bringen. Dann liege es doch nahe, sogar noch die nächste graue Kante abzuschneiden, oder? Also ich finde schon. Schnippdidu! Manchmal muss man sich kurz entschlossen einen zweiten Schnitt gönnen. So, wer bremst, verliert. Das heißt, hier ist Durchziehen gefragt, weil sonst wird der Schnitt tatsächlich schief. Alternativ kann man auch ein bisschen drehen. Von der anderen Seite der Gegenschnitte. Man muss nur gucken, dass man dann den alten Punkt wieder findet. Und da kein Eck reinzubauen. Sieht ganz gut aus. Das ist durchaus was, womit ich leben kann. So, das heißt, wir würden jetzt das hier verbinden. Oben ein bisschen, unten ein bisschen. Und wir hätten hier tatsächlich nahezu keinen Überstand. Ich tue jetzt Folgendes. Ja, also als allererstes der übliche Spaß, Anfang finden. So, einen Anfang habe ich mir sogar hier schon so ein bisschen umgeklappt, damit ich ihn wieder finde, aber das kann ich natürlich so nicht benutzen. Das heißt, das erste Stückchen geht jetzt hier erstmal weg. So, tschüss. Ich lasse das bewusst gleich ein bisschen überstehen. So, ansetzen und durchziehen. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen schief. Schief ist Englisch, Englisch ist Müll. Ich hoffe, ich habe jetzt meinen Kopf gar nicht über den Weg gehalten.
Das kann ich nämlich ziemlich gut. Meine Würmer in den Weg halten. Beim Filmen. So, hier schneide ich das, die Kante einfach ab. Ganz nah dran, dass ich mich nicht da mit dem nächsten Blatt verklebe. So, Schnips 1. Hier steht ein bisschen was über. Ich bitte es zu entschuldigen. Es kann sogar sein, dass ich das nachher noch ein bisschen dekoriere. Also hier oben den Kantenbereich. So, und jetzt ist natürlich so, dass es ist tatsächlich ein wenig schief geworden. Das ist Handarbeit, ne? Also auch bei Handarbeit. Hier ein bisschen gekürzt, um diese Kante hier wegzubekommen. Hat auch geklappt. Ich glaube, ich bin aus dem Bild gerutscht hier mit meinem Geschnippel. So. Ja, ganz nah an der Seite. Und zack. Mission erfolgreich. So, so geht's. Patient eingebaut. Hier in der Mitte. Ich müsste nochmal drüber nachdenken, ob ich das noch so ein bisschen distress. Andererseits hat das so eine schöne eigene Gilbung. Vielleicht so ein ganz kleines Müh. So, hier kann man natürlich noch einen schönen Streifen Washi hinpacken, der irgendwie, das Washi-Tape, was eine feine Färbung hat, das werde ich mir zum Schluss noch suchen. Also was ich immer noch zum Schluss mache, ist meine Washi-Tape-Kiste neben mich stellen, meine Stempel auf die andere Seite. Und dann mal gucken, an welcher Stelle man noch einen kleinen Stempel setzen kann oder noch einen kleinen Akzent im Washi-Tape setzen kann. Gut, dann haben wir die eine Mitte hier schon mal angehübscht. Hier mal tatsächlich noch was zum Ausklappen. Ich würde es so lassen, damit man noch dieses Sudoku-Rätsel rätseln kann. Also gleich in zweifacher Form. Wer weiß, ob Frau Birgit dann gerne Sudoku rätselt. Normalerweise nicht so eine Beschäftigung, die man auf der Arbeit vollzieht. So, auch hier. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wenn wir das so machen, dass das hier wie eine eigene Seite zu blättern ist. Dafür muss es auch quasi mit dem gleichen Tape, wie wir das gerade benutzt haben, getaped sein. Nun, Trommelwirbel, muss ich mir meine Schneidemaschine hier mal rüber beamen. Kleiner zur Seite, großer her. Und nun werde ich mir an der Stelle mal oben die Kante gönnen. Ein bisschen Kante kann ich machen. Also es wird oben noch ein wenig abstehen. Fällt das auf, dass wir eine weiße Katze haben? Nein, oder? Das ist eine Einbildung. Geht fast noch einen Millimeter. Ich wollte die Zahl da oben noch nicht mal sackieren, weil ich finde sie sehr schön auf beiden Seiten. So. Auch hier möchte ich jetzt gerne die Seite gehen und ja, habe auch so weit wie möglich abgeschnippelt, weil hier unten auch noch ein bisschen Text ist. Also weiter möchte ich das, glaube ich, obwohl man ersetzt den Text hier unten, dadurch, dass ich das da festklebe, würde man nicht sehen. Das heißt, wenn ich unten noch ein bisschen näher ans Seerosenblatt komme, tut das auch nicht weh. Ja, also ich glaube, das ist das Maximum der Gefühle, was ich hier kürzen kann. Und ihr seht, so sieht dann die eine Seite aus. Man kann den Juli noch lesen. Und wenn das dann umklappt, hat man bei der anderen Seite hier diese kleinen süßen Blüten. Gemeiner gemeine Flussjungfer. Das ist das ja schon. So, tam tam tam. Ja, es steht immer noch ein bisschen über. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Was ich allerdings mache, bevor ich es festklebe, das wäre natürlich ein ganz schlauer Move, ist, sagen wir, das Ding in sich zusammenkleben. Weil ich habe das ja noch gar nicht in sich befestigt. Also ich habe jetzt zwar schon Unrat entfernt, ich habe jetzt zwar schon gemessen und gekürzt, aber ich habe weder diese Kante hier angeklebt, noch diese, noch die hier. Also, ihr seht total viel die hier, ne? Wichtig ist, dass ihr das klebt, was an die andere Lasche dran
pappt. Das heißt, wenn ich jetzt hier kleben würde, würde ich wahrscheinlich soweit meinen Streifen machen, meinen Klebestreifen. Das heißt, ich ziehe jetzt hier erstmal die kurzen Seiten hoch, um daran zu kleben und daran zu kleben. Erstmal fixieren. Das Fixieren reicht an der Stelle meistens auch schon. So. Auch hier werde ich jetzt diesen ganzen Bereich hier drauf fixieren. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch hier hinter die Tasche. Das ist auch völlig ausreichend. Weil da kommt unser wunderschöner Block rein. Und dieser Funkelkramkleber ziehe ich jetzt nicht ganz über die Kante, weil sonst klebe ich mir möglicherweise dann noch einen Teil hier an, den ich nicht ankleben möchte. So. So, Dille. Sollte ich heute irgendwie ein bisschen Blödsinn in diesem Video reden? Bitte habt Nachsicht. Ich hatte heute schon ein langes Seminar. 9 Stunden. Ich glaube, Pausen waren dabei. Ich bin ein bisschen durch, muss ich gestehen. So, ihr seht, wir haben ein Täschchen. Dieses Täschchen klebt in sich. Klebst du wohl? So, das funktioniert und da wird dann später, aber das werde ich auch erst später wirklich reintun, dieser kleine Block einziehen. So, mein Plan ist jetzt, dass ich das hier nach oben und unten abmesse. Ihr seht, hier rüberziehe mit dem Klebestreifen und dann gucke, dass ich oben und unten hier diese Seite rette. Beziehungsweise, dass ich nicht ganz drüber komme, besser gesagt. Das erfordert auf dieser Seite tatsächlich einen kleineren Streifen, einen halben Streifen. Gott, oh Gott. Bin ich zu dieser Leistung heute noch fähig? Ich bin mir nicht sicher. So. Dann haben wir Folgendes. Ich will einerseits will ich nicht zu viel festkleben, andererseits soll es auch halten. Ich kann allerdings von der Rückseite her einen ganzen Klebestreifen geben. Tröstlich und wird mir auf jeden Fall helfen. Nur auf einer Seite fixieren, dann reißt man das doch zu schnell runter. Das soll ganz bestimmt nicht passieren, aber vielleicht möchte es auch einfach meine Hand bleiben. Ein kleiner Zahnarztflug. So, ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt hier in diesem Schatten was sehen könnt. Machen wir uns doch das Leben mal leicht. Stellen wir den Kleber da drauf. So. Jetzt möchte ich nämlich oben, also unten muss es abschließen für mich, weil oben wird Spitze überstehen, alles fein. Aber unten wird keine Spitze überstehen. So, ich möchte auch noch meine Fäden hier ankleben. Das ist mir gelungen. Also halbwegs. Also ich denke mal, da werde ich später nochmal mit der Pinzette dran gehen. Deutsche Sprache, schwere Sprache, auch wenn es die Muttersprache ist. Angeklebt. Der geht nun wirklich nicht mehr als Katzenhaar durch. So, jetzt habe ich natürlich hier mein Klebeband halbiert und jetzt reißt das natürlich auch weiter so ein. Jetzt muss ich erstmal wieder Sachen beieinander bringen. Und ihr seht, es ist hier keine vorbereitete Show. Dazu bin ich auch heute gar nicht mehr in der Lage. Real-Life-Bastel nennt man das. Kann ich hier noch was abknapsen? Jetzt kann ich. So wichtig ist, dass hier die Falz funktioniert. Na, also wenn ich das jetzt hier aufmache, soll man die Seite noch beschreiben können. Das wird so funktionieren. Die Seite umklappen können. Und hier dann später das kleine Memory-Büchlein drin finden. So. Zack.
Das hat funktioniert, ich freue mich. Gut, dann wollen wir uns mal den nächsten Themen widmen. Also wir haben einerseits Kleber, wir haben andererseits Scotch Tape und wir haben dritterseits, und da komme ich jetzt mal zu diesem Herzchen hier, dritterseits doppelseitiges Klebeband. Warum habe ich denn das jetzt noch dazu gezückt? Weil dieses schöne Pergament, dessen perfekten Namen ich jetzt vergessen habe, wenn man das hier mit dem Kleber einpinselt, dann kräuselt und wälzt sich das wie nichts Gutes. Also die meisten Papiersorten lässt der Kleber tatsächlich völlig kalt. Aber das ist wirklich eine kleine Mimose, dieses Papier. So, und deswegen kann ich nur wärmstens empfehlen, den ganzen Zauber hier mit doppelseitigem Klebeband zu setzen. Oder mit Scheren zu schmeißen, ist auch mal eine sehr gute Idee. Und das Ganze auch, ja, ich versuche es ein bisschen verteilt auf dem Papier hier zu machen. Dass wir möglichst gut, gut verteilen. So. Man sieht die Streifen. Ja, natürlich sieht man die Streifen. Die sieht man später nicht mehr. So, ich muss einmal mit Schmierpapier hier wegorganisieren. Ich brauche jetzt nämlich Peacock Feathers bei Fuß, weil ich nämlich diesen Rand hier noch ein bisschen anhübschen möchte. Und da wird Peacock Feathers mir garantiert bei helfen. Kleiner Dobber. Wunderschön. Bevor ich das hier dran klebe. Ja, man kann das auch mit Trick 17 im Nachgang machen. Es ist aber mega unbequem. Trick 17. Können wir uns heute sparen, weil wir rechtzeitig dran gedacht haben. So, also. Ich weiß nicht, ob ihr euch gewünscht hättet, dass ich die ganzen Bastelmaterialien mit euch zusammenstelle und mit euch vorbereite. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, hier einen Teil mit euch zu machen, wie zum Beispiel jetzt hier einmal drumherum zu inken und auch ein Klebeband anzubringen oder sowas. Weil wenn wir das alles machen, wird das hier wieder so ein Mammutvideo. Kann auch interessant werden. Ich glaube, davon habe ich mittlerweile einige. Und es waren bestimmt noch nicht die letzten. Ich habe hier tatsächlich auch ein bisschen zeitliche Not, dieses Projekt hier fertigzustellen. Und ein zweites auch in einem auch etwas engeren Zeitraum. Dementsprechend habe ich fix vorbereitet und euch jetzt bei den relevanten Themen mitgenommen. So, jetzt versuche ich das hier richtig schön aufzusetzen. Ja, wunderbar. Dass die Karte sich hier so ein bisschen biegt. Ich habe das hinten großflächig mit dem Junk Journal Kleber verklebt. So, jetzt haben wir nämlich hier auch eine Karte. Die würde ich nämlich genauso, wie ich das eben mit der Karte gemacht habe, zum Klappen und Schreiben noch mit reinbringen. Ich weiß noch nicht genau wo. Das wird sich zeigen. Genauso möchte dieser kleine süße Block, der jetzt gerade auseinanderfällt. Der hat nämlich einen Klebestreifen, der hält hier auch wunderbar eigentlich. Ich habe ihn vorhin ein paar Mal auf und abgesetzt. Wo ist das ja, ne? So, der möchte einen Wohnort haben. Also nun habe ich jetzt diesen, wo dann ein Block drin ist. Das heißt, es macht eigentlich total Sinn, wenn ich in diese Signatur, das ist auch eine gute deutsche, also in diese Signatur hier, in diesen kleinen Block mit einsetze. Hier haben wir noch den Mini-Blättlein, da passt es vielleicht nicht so gut. Ich brauche da tatsächlich auch so ein bisschen Stabilität. Also was Festeres wäre ganz gut. Gegebenenfalls passt das. Könnte ich das auch? Also richtig schick ist nicht. Vorne ist ja die gleiche Farbe. Gut, überlegen wir mal. Ich habe hier irgendwo etwas Festeres. Ah, guck an. Das Papier von Luise Heinzel. Das ist ein Digital Paper und das habe ich auf 160er? Ich glaube, das war 160er Papier drucken lassen. In der Online-Druckerei. Das war wirklich, ja, also ich muss sagen, diese Online-Druckerei, die hat mir sehr gefallen. Die war nämlich wirklich schnell und hat super präzise gedruckt. Ich werde jetzt hier keine Schleichwerbung machen. Ich denke, da muss jeder für sich selber suchen und schauen, was er. Er ist immer, wie er sein Printable Paper printen möchte.
So, also diesen kleinen süßen Block hier, ne? Also den könnte man natürlich jetzt auch irgendwie in ein Täschchen stecken oder ähnliches und einzeln rausnehmen. Ich möchte ihn aber hier flächig drin haben. Habe ich mir so überlegt. Und man kann diese Klebeblätter natürlich nachfüllen. Weil wie oft kriegt man diese kleinen Merkblättchen, diese kleinen Einkaufsblättchen oder ja, also von der Marke Post-it gibt es die ja auch und es gibt die aber auch von tausend kleinen Werbegeschenken. Die sind auch super schön, kleben auch wunderbar. Wenn man sich da einfach einen Cutter nimmt und die Werbung abschneidet, dann kommt man zu diesem kleinen Block, den ich hier reingebaut habe. So, was machen wir jetzt? Erstmal den Block zur Seite. Und jetzt möchte ich auf meinen. Ich habe hier einen relativ langen Faden. Jetzt möchte ich diesen relativ langen Faden hier richtig schön mit einmanschen, dass der auch. Ich bin jetzt hier im Bild gerutscht. So. Ich manche den jetzt hier mit rein, dass der hier wunderbar hinter bleibt. Und danach nach vorne gezogen wird. So, also so das Ganze halbwegs mittig hinbekommen. Andrücken. Ich glaube auch, das wird halten. Weil der Spaß ist nämlich, dass dieses kleine Fädchen da rausschaut und dann den kleinen Pin, den ich da hingepackt habe, den kann man dann zum Zumachen nutzen. Dafür muss allerdings das ganze Fadengerödel dahinter direkt mit angeklebt werden. So, und damit das hier fein hält, organisieren wir das mal zur Seite. Das doppelseitige Klebeband drauf. Einmal noch was Festeres. Kleberpackung drauf. So. Das darf erstmal trocknen. Das ist auch dieser Mini-Block. Da habe ich tatsächlich unten die Werbung abgetrennt. Und zack, haben wir eine. Ein kleines Blöcklein. Also, jetzt haben wir eine Seite mit dem Block, jetzt haben wir eine zweite Seite mit dem Block. Jetzt haben wir hier was auszuklappen und ich finde, hier bei diesem Aufklappgedöns wäre es doch, es wird getanzt heute Nacht, ich hätte getanzt heute Nacht, wäre doch eigentlich Schneewittchen ganz gut aufgehoben. Oder sollen wir Schneewittchen in die Mitte packen? Schneewittchen. Schneewittchen ist zu groß für den Teil, oder? Ja, Schneewittchen ist zu groß für den Teil. Schneewittchen passt in den Innenteil. Ich habe die Tanzhütte. Na, das gefällt mir jetzt allerdings noch nicht so ganz genau, weil das so Ton und Ton ist. Da muss ich mir noch was überlegen. Andererseits hat Schneewittchen gar nicht so viel Platz. So, auch wenn es mir so ein bisschen widerstrebt, ich nehme jetzt wieder Peacock Feathers. Also es widerstrebt mir deswegen, weil, sag mal, der Textton hier, der ist sehr ähnlich zu dem Papierton der Notenpapiere, die ich da eingebaut habe. Was macht man dagegen? Einfach mal richtig fett distressen. Also richtig aus dem Vollen schöpfen. Ist auch ein ziemlich frisches Stempelkissen, habe ich noch nicht so lange. Gebt richtig was her. Was ich jetzt natürlich gerne noch einbringen möchte, das könnt ihr noch gar nicht ahnen. Ich habe eine neue Spielerei. Und zwar habe ich eine Embossing-Prägemaschine. Super cool, richtig feines Teil. Prägt schön. Ich habe sehr, sehr, sehr schöne Prägefolder mir schon direkt mitgekauft. Da habe ich schon mal eine helle Freude dran. Ja, auf jeden Fall könnte man natürlich hier das ein oder andere Geprägte auch noch mit reinsetzen. So, jetzt brauche ich irgendwas anderes, was das Ding da beschwert. Ich nehme mein Pinselwasser. Hauptsache, es bleibt da wohnen. So, auf jeden Fall könnte natürlich fein hier noch was Embosstes in das kleine Journal einsteigen. Dafür müsste ich euch dann natürlich gleich nochmal eine Runde abhängen und mir entsprechendes prägen. Dann muss ich tatsächlich mal schauen, welche Farbe ich da prägen würde, weil ich habe super schöne, feine Papiere. Lerne allerdings mit dieser Maschine noch umgehen. Also sie mag nicht alle Papiere, oder besser gesagt, nicht alle Papiere mögen Prägefolder. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses
da mal ein Buch in altdeutscher Schrift, diese Buchseiten da reinpacken würde, die würden mir da drin zerbröseln. Manch ein Notenpapier wird mir da drin auch zerbröseln. Dementsprechend sollte man auch vorher, bevor man irgendein richtig tolles, feines Papier nimmt, erstmal so ein Stückchen davon ausprobieren. Weil sonst zerlegt es einem das, was man eigentlich machen möchte. So Folienpapier ist immer ganz fein. Was immer ganz gut geht, ist Cardstock. Das habe ich jetzt ausprobiert. Oder auch so ein Perlmuttpapier. Das habe ich gestern auch schon ausprobiert. Damit war ich sehr, sehr happy. Allerdings habe ich ein Perlmuttpapier genommen, was 180 Gramm Stärke hat. Mit dem leichteren wäre es einfach mal zu probieren. Und ich finde auch in so einem kleinen, süßen, rosanen Journal würde sich auch so ein Thermopapier ganz gut machen. Ne? So einen Rosé-Ton haben. Und ich glaube, sowas habe ich. Aber das wäre ein nächster Streich. Also ich werde sowieso, ich denke mal, dass ich hier auch zwei Videos draus machen werde oder draus machen muss. Weil das sonst viel zu lang wird und man will ja keine Langeweile. Wenn ihr mir hier beim Craften zuseht und meinem Gelaber zuhört, dann kann man das bestimmt nur begrenzt ertragen. Jetzt quietscht es von meiner Tür. Das kann sehr gut der kleine Barry sein. Ich guck mal nach, wer da so rumquietscht. Ja, das war der Barry, der kurz Streicheleinheiten haben wollte. Wie das halt immer so ist mit den Katzis, ne? So. Also was ich hiermit machen werde, ich werde das natürlich nicht mega vollstopfen. Wenn die Lippe wirklich noch ein bisschen Platz haben soll zu schreiben. Oder zu zeichnen oder selber einzukleben. Oder zu was auch immer. So, wir haben natürlich ganz viele kleine Sachen, die wir hier in irgendwelche Täschchen und so ein Kram einstecken wollen. Oder irgendwo hinterklemmen. Zum Beispiel diese Werteseite. Jetzt mal ein bisschen gucken, was ich wohin packe. Das andere trocknet noch fleißig vor sich hin. Diese Atlasseite lasse ich auf jeden Fall, so da wird nichts reingerottelt. Und auch diese Schulheftseiten sind einfach göttlich. Benutzt du ordentliches Schreibpapier und gute Tinte? Auch Zahlen müssen sorgfältig geschrieben werden. Ja, merkt ihr das? Wer auch immer das dann nochmal liest. Also, klar, Birgit liest das auf jeden Fall. Vermutlich, ne? So, ja. Halten wir es mal so. Ich würde... Das ist so unklar, ne? Eigentlich ist das ein schöner Platz zum Schreiben. Ich bin unentschlossen, ihr merkt das schon. Unentschlossen. Ich möchte gerne einen schönen Platz und trotzdem nicht Schreibpapier irgendwie so richtig verhunzen. Also ich könnte es natürlich auch. Also die Schmetterlinge sind so rum. Muss ich natürlich so umkleben. So, und hier wäre tatsächlich so ein... Also man kann das nach unten auch mit festkleben und an der Seite hat man hier so ein Teil zum Einstecken. Das gefällt mir ganz gut. Und das mache ich mit dem Junk Journal Kleber. Dass ich hier so eine lange Pocket irgendwie rein organisiere. Die Schmetterlinge werden wahrscheinlich ein bisschen lustig reagieren. Ich bin ja auch doof, ne? Jetzt mache ich zwar das, was ich eigentlich zum Schreiben vorgesehen habe, mache ich zur Pocket, aber gut, so ist es. Ich habe mich jetzt umentschieden, dass du eine Pocket wirst, so. Und du bist jetzt halt eine Pocket, verdammte Kiste. Du hast jetzt eine Pocket zu sein. Schnapp. Ja, ich habe ja auch noch einen schönen Doily. Der möchte auch noch irgendwo sein. Ich habe hier noch eine Ecke. Und ich habe hier noch ein Luise Heinzel Schreibding. Das Ding werde ich tatsächlich so ankleben, dass man es klappen kann und zum Schreiben hier benutzen, weil das habe ich nicht viel Platz drauf. So, ansonsten habe ich noch eine Ananas. Ein schönes, kleines, süßes Ananaspapier. Und dahinter auch was zum Schreiben. Also ich denke, das hier werde ich auf jeden Fall in die andere Signatur einbauen.
Bei dem hier bin ich mir jetzt noch gar nicht so sicher, ob ich das hinpacken werde. Also hier haben wir Notenpapier bis zum Abwinken. Also das müsste ich auch irgendwie eigentlich sieht das ja ziemlich cool aus, oder? Was sagt ihr dazu? Wenn das hier klappbar wäre mit einem kleinen Stückchen Glück. Gut, nichtsdestotrotz, es möchte noch distressed werden. Das ist ja mit mir noch nicht geschehen. Auch hier werde ich wieder Peacock Feathers nehmen. Ich finde, das passt total gut zu diesem Victorian Velvet. Das ist einfach auch so ein bisschen so ein Türkis mit dem schönen Altrosa ist. Das ist eine Kombi, die gefällt mir richtig gut. Mal abgesehen davon, dass ich Türkis sowieso total gerne mag, finde ich, das kann man doch durchaus machen. Ein bisschen Spannung und Spaß reinbringen. So. Mit einem kleinen Stückchen Glück. So, mit einem kleinen Stückchen Glück werde ich das hier mit dem wunderbaren Tape wieder anbringen. So, ihr seht, ich werde das jetzt hier einlegen. Einlegen. Ein bisschen rübergehen. Ich hoffe, ihr könnt an diesem Klebepott vernünftig vorbeischauen. Und das kleine Stückchen Glück mit mir hier vernünftig ankleben. So, schauen wir mal. Wieder ein Berry Haar am Start hier. Man kann es auch noch lösen, wenn man sich irgendwie hier verklebt, weil ich bin gerade dabei, mich zu verkleben. Na, wo ist? Also. Für die Nicht-Faulen unter euch, man kann wunderschöne Büroklammern nehmen und sie für das benutzen, für das sie gemacht sind. Und zwar Sachen festhalten, bis man sie an Ort und Stelle hat. Das kann man durchaus tun, das hat seine Daseinsberechtigung. Und vielleicht würde ich es auch dem einen oder anderen empfehlen. Ja, ich habe gerade nicht dran gedacht, ist schon klar. Mir hätte es jetzt auch geholfen. Dann hätte ich ja wieder aufstehen müssen. So. Ich glaube, die Seite habe ich hier anständig geklebt. Meine nächste. Jetzt brauche ich keine Büroklammer mehr, jetzt passt das ja alles. Rüber. Kurz von der Rolle befreit. Okay, bevor man hier so ein kleines Malheur schafft, auch von dem Klebestreifen hier befreien. Man kann den, wenn man Glück hat, auch mal so abziehen. Ja, yes, ich habe Glück. Ein bisschen abziehen, dann braucht man nur noch ein bisschen Mühe nachschneiden. So, schauen wir mal, ob die Rechnung aufgeht, die ich mir hier so gedacht habe. So ist es gedacht, so schaut es raus, es gefällt mir ziemlich gut, es wird nämlich auch aus dem Buch rausschauen. Das ist auch so ein bisschen was wie Spitze. Also, es ist natürlich keine Spitze, das Papier, schon klar. Aber es ist halt so ein interesting Effekt. Ich habe noch ein kleines Gedicht von dem Fuchs und dem Igel. Ich habe aber eigentlich tatsächlich viel zu wenig Pockets. Also hier habe ich jetzt einfach nur ein Bild. Da habe ich Ausklappseite, Ausklappseite, Ausklappseite. Man könnte hinter das kleine Stückchen Glück so einen halben Paper Doily hinpacken.
und das Ganze auch als kleine Pocket nehmen. Andererseits kann ich das, dieses kleine Pocket natürlich auch auf jede andere Seite packen. Hier habe ich schon ein Pocket. Und da habe ich zu wenig Platz für eine Pocket. Da, also sowas würde ich echt gerne zum Stempel nehmen. Da würde ich hier auch einen Stempel draufsetzen. Stempel draufsetzen. Tja, was soll man dazu? Eigentlich ist das doch ganz schön. Diese uralte Landkarte. Jetzt soll ich das hier ein bisschen kürzen. Ich weiß auch nicht wie viel. Vermutlich mehr. Na, so passt es gerade. Jetzt mache ich mich folgendes. Jetzt werde ich nicht das, den Paper Dolly anmalen. Mein Gott, korrigiert mich doch bitte. Anmalen. Also ich werde den Paper Dolly, den werde ich nicht tun. Ich werde die Kante unten mit Kleber bestreichen. So, das hat aber den Effekt, dass ich jetzt, wenn ich den Paper Dolly da drauf packe, dass ich diese Seite hier für sich erstmal eine Runde trocknen lassen muss, bevor ich irgendwas anderes mache, weil da nämlich Kleber durchguckt. Also jetzt alleine. Mein Gott, der Pott ist schon ganz schön leer. Den jetzt irgendwie zuzuschlagen, das ist ziemlich mit Druck. Und dann nämlich, ihr seht ja, Lücken drin. Da quatscht der Kleber durch. So, ich habe das jetzt extra so gemacht, dass das hier ein bisschen rüberschaut. Auf der Rückseite. Sobald das hier richtig festgeklebt ist, werde ich auf der Rückseite das Überstehende, falls denn was übersteht, abschneiden. Dann habe ich nämlich unten auch eine ganz gerade Kante. So, und ich die nächste Seite mit ankleben. Jetzt lege ich das hier mal wieder beiseite. Und jetzt müsste auch das hier fein sein. Die andere Signatur. So, Signatur. Legen wir den kleinen Klebeblock wieder ein. Jetzt. Nun sei mal nicht frech. Ein bisschen rumgewickelt. Na, ich habe einen recht störrischen Faden scheinbar genommen. Sitzt. Ja. Bleibt ein bisschen zu. Anders, sowas legt sich dann immer. Jetzt haben wir hier diesen Streifen, der keine Tasche sein möchte. Der möchte eine ernstzunehmende Pocket. Nein, das wird keine Pocket, er wird ein Schreibstückchen. Ein Schreibstückchen. Und zwar das umklappen. So, da wohnt das schon drauf. Ich könnte jetzt natürlich, vielleicht ganz sinnvoll, die andere Rückseite von der Luise-Heinzel-Seite nehmen. Die ist nämlich so strahlend weiß. Ich kann das nämlich hier dran setzen. Und dann kann man diese Ananas-Seite einfach ausklappen. Also, einfach ausklappen ist gut. Also, ich würde jetzt. Jetzt habe ich das Problem, dass ich die Pfoten nicht mehr dazwischen kriege. Klar, soweit. So, mit diesem schönen, wunderbaren Scotch-Tape kann man auch mal eben ein bisschen überkleben, habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Das funktioniert wunderbar, um dann erst abzuschneiden und dann die Ecken ein bisschen zu versäubern. Das sagt man natürlich beim Nähen, das Thema versäubern. Aber auch hier finde ich das durchaus passend. So, klettern wir da runter.
Bar. Club Bar. Da sind nur meine Klebepfoten an der Kante. So. Ich weiß nicht, ich stelle mich heute nicht so geschickt an. Das ist vielleicht auch schon der Uhrzeit geschuldet. Aber nicht getrunken. Ich bin völlig nüchtern. Das ist auch gut so. Weil sonst könnte ich hier nämlich gar nicht mehr diese ganzen Präzisionstüdelchen machen. Habt ihr schon mal versucht, als ihr von der Party gekommen seid, zu basteln? Ich weiß nicht, ist bei mir immer nach hinten losgegangen. Ich saß dann da und hatte super Ideen. Es hat nie geklappt, so richtig wie ich wollte. Da war ich immer ein bisschen frustriert. Also, don't party and craft. Nicht gut. So. Jetzt natürlich ein bisschen den Gegenpart noch dazu. Bin mal nicht ganz so lang. Jetzt habe ich meine Kante hier umgeknickt. Die werde ich einmal kurz wieder ein bisschen. Habt ihr irgendwie eine gute Idee, wie das dauerhaft schön bleibt und nicht ständig den Anfang nicht suchen muss? Abschluss hier so mitten drin. Das Gute an dem Scotch-Tape, wenn man das so richtig schön einreibt, dann ist das nahezu unsichtbar. So. Also. Noch ein bisschen mehr Platz zum Schreiben. Dann hatte ich ja gesagt, ich habe doch hier meine kleine Pocket Corner oder. Mein Gott, mir fällt der Fachbegriff nicht ein. Das wäre doch bestimmt was. Und was man hier im 7. Kapitel oder auf der Rückseite machen kann. Machen wir dann das kleine Blatt rein. Wo ist denn der Text? Ich glaube, hier passt das noch besser, ne? So, auch hier nichts Distresses dran. Peacock Feathers Helmet. Einmal ein bisschen krasser distressed für den Farbklecks im kleinen Journal. Was ihr nicht seht, meine Stempelfarbenkiste ist da drüben, direkt neben mir. Also in Griffweite, das heißt, ich brauche einfach nur neben mich greifen und habe die richtige Farbe. Also, sofern sie denn da drin ist. Ich habe auch schon festgestellt, die eine oder andere Farbe, die würde mich durchaus noch interessieren. Und ja, ich weiß gar nicht, wie viel Tim Holtz Distress Farben es mittlerweile gibt. Ich hätte sie gerne alle. Wie das dann halt so ist, dann ist man so ein bisschen geizig, sich diesen großen Haufen Farben auf einmal zu kaufen, weil dann auch immer so eine kleine Stimme in einem sagt. Kannst doch immer nur mit ein, zwei Farben gleichzeitig. Ja, das stimmt schon. Aber wenn ich mir jetzt hier so recht überlege, gibt es aber schon auch noch ein paar richtig schöne Blautöne, die mich interessieren würden. So, jetzt ist es ein ganz bisschen hier über den Rand geklebt. Das heißt, wenn ich es jetzt zuklappe, dann doof. Aber ich kann ja dabei, während wir hier warten, dass das, was gerade nicht cool ist, können wir uns mal überlegen, wo möchte dieses Gedicht rum? Ich weiß nicht, hier? Oder eine andere Signatur. Also das Gedicht möchte noch irgendwo wohnen. Und ich habe hier noch ganz viel Spitzengedönse. Was man wirklich eigentlich besser oben dran macht. Ne? Ich muss es tatsächlich noch ein bisschen kürzen. Ich hatte das Buch irgendwie länger in Erinnerung. Ich muss es nicht kürzen. Das ist aber auch zu kurz. Ich habe ja noch Ecken.
kann man das auch so hinpacken. Dafür ist es wiederum ein bisschen zu kurz, ne? Naja, ich habe aber auch noch mehr. Krass. Das ist doch echt ein krasses Ding. Ja, ich wollte hier nämlich die Stickerei erhalten. Aber das ist doch tatsächlich, es ist zu groß in mein kleines Journal. Gut, also ich brauche auf jeden Fall in einem Buch so eine Ecke. Werde aber hier gleich nochmal meine Zauber Stoffschere ansetzen. Hier noch einen Streifen reinschneiden. Das Ganze, macht das bitte, wenn ihr mit der Stoffschere schneidet, ganz ruhig. Ich bin keine Handarbeitsqueen, habe aber festgestellt, Hektik ist hier echt der falsche Berater. Ja. Ist ja wahrscheinlich ganz sinnvoll, hier noch ein bisschen, brauche ich nicht die Stoffschere für. Was ich hier machen will, ist das, was hier so übersteht. Taschentuchspitze. Das war mal ein Taschentuch von meiner Schwiegermutter, habe ich einen ganzen Haufen bekommen, die super schön behalte ich und benutze ich natürlich auch selbst. Aber es gab das eine oder andere, was mehr kitschig war als schön. Also, ich weiß nicht, viele mögen ja auch Kitsch total gerne. Ich bin ja so ein bisschen eigen. Es darf nicht zu kitschig sein. So, also ich glaube, ja, jetzt klebt das auch nicht mehr. Also, macht keine Zicken mehr. Also wenn ich jetzt diese Buchseite nehme, ist es wieder zu ein bisschen zu kurz. Wenn ich hier irgendwas Schönes, Langes, das mich so richtig begeistert. Wie ist denn damit? Also hier, auch hier würde ich das nämlich tatsächlich. Würde ich das nämlich tatsächlich so schneiden und so kleben, dass man da theoretisch noch was hinterstecken kann. Ja, also, weiß nicht, so ein Blöcklein, ein Büchlein, ein was auch immer. Irgend so ein Gimmick dazu. Also würde ich jetzt hier nämlich tatsächlich nur die Papierkante kleben und dann das Stoffding draufpacken. Allerdings werde ich das Stoffteil distressen. Aber nur die eine Kante. Also nicht komplett. Ich werde jetzt hier nur wieder Peacock Feathers schnappen. Ich weiß nicht, ihr könnt mich für bekloppt halten, aber ich mag diese Farbe wirklich gerne. Nutze jetzt hier so quasi das Papier als Distress-Hilfe. Mal wieder zu machen, sicher. Das hier wird nachher umklappen, wenn man das zumacht, hat man natürlich diesen kleinen Gummizug am Start, aber das macht überhaupt nichts. Der kleine Gummizug wird diese Stoffstreifen einfach platt drücken, aber dadurch, dass das so eine ganz, ganz weiche Spitze ist, die gar nicht so quasi mit Stoffsteif bearbeitet ist oder irgendwas und gar nicht von alleine steht, macht das überhaupt nichts. Und dann ist das halt so, dann steht das halt ein bisschen ab.
drückte sich das halt ein bisschen platt, weil es steht ja eh nicht ab. So. Das meinte ich übrigens mit dem Blödsinnreden nach so einem Nachmittag, Abendtag. Kann dann schon mal vorkommen. So. Das legen wir uns erstmal vorsichtig drauf. Genau, das meine ich nämlich. Wenn jetzt hier unten nur so ein kleines Stückchen fehlt, kann man das noch nachkleben. Dann hatte ich das jetzt zu weit runtergezogen. Ach verdammt, das habe ich jetzt nicht um ein paar Millimeter verklebt. Das gibt dann so eine kleine Klebespur. Also der Kleber ist nicht ganz rückstandsfrei. Es gibt eine kleine, glänzende Stelle dann. Ja, ich sag mal so, das ist Perfektionismus, ne? Wenn das so ist, dann ist das so. So, also wir hatten jetzt hier Schnapp zu, ein bisschen Spitze, Wedel, Wedel. Das heißt, auch das Ding hier werde ich in das andere übernehmen. Da haben wir noch so ein Stück. Ja, das andere bekommt eins oben, eins unten. Und hier irgendwo werde ich noch so eine Ecke drauf machen. Na, mal gucken, welches Herzchen möchte denn eine Ecke haben? Ich glaube, dieses Herzchen möchte eine Ecke haben. Eine kleine Spitzenecke. Auch hat so einen leichten vergilbten Stich. Dieses war übrigens auch ein Taschentuch. Ist auch mit auf den Scheiterhaufen der Taschentücher gelandet. Ist auch völlig fein, dass das da gelandet ist. Man kann auch nicht 50 Taschentücher behalten und benutzen. Oder weit mehr sogar. Also ich habe welche von meiner Oma und ich habe welche von Schwiegermuttern bekommen. Viele, viele, viele sind bei uns im Haus im Einsatz. Also wirklich an Menschennasen im Einsatz. Und ich finde das auch sehr schön und nachhaltig, dass ich sie einfach mal in die Wäsche schmeißen kann. Das gefällt mir gut. So, da den Paper Dolly haben wir auf der Seite. Das heißt, dieses Teil könnte eigentlich den zweiten Paper Dolly noch vertragen. Ein bisschen die Kante wieder abmachen. Ich fürchte tatsächlich, es wird ein, was ich fürchte, also ich weiß nicht, ob ihr euch darüber freut oder nicht. Aber ich vermute mal, es wird ein zweites Video zum Thema Watch Me Craft oder Watch Me Decorate geben. Hey, Paper Dolly, wo möchtest du denn wohnen? Möchtest du hier wohnen? Schon was dran. Ne? Da ist auch was. Also ich glaube, ich finde das da ganz gut. Wenn man hier mal einen Senkrechten hat. Klebestreifen da dran. So, wenn ich jetzt einmal auf die Uhr gucke, müsste ich doch demnächst mal rausgehen. Und das meine kleinen süßen Viecher füttern. Ja, mit kleinen süßen Viecher meine ich diesmal nicht die Katzen, die hatten schon was. Und wer sich darüber wundert, dass ich meine Tiere Viecher nenne, das ist ein liebevoller Kosename. Bevor jetzt hier die Tierschützer alle auf den Plan treten. Oh mein Gott, sie hat die Pferde und die Katzen Viecher genannt. Ich nenne Menschen auch bisweilen Nasen. Das meine ich nicht böse, sondern einfach liebevoll. Manchmal gibt es auch Momente, da sind es Mistviecher, aber das ist eher so. Jetzt habe ich hier wieder ein bisschen zu viel geklebt. Zack, einmal abgewischt. So, gleiches Spiel wie eben. Das Paper Dolly Dings. Muss trocknen, bevor ich wieder umklappe, weil sonst droht der Untergang des Abendlandes. Nein, das war
Spaß beiseite. Also es ist tatsächlich so, dass es dann einfach nur hässlich klebt. Also die Seiten kleben aneinander. Der ist aber auch noch nicht so ganz schicki oder unklebig, oder? Nee, das hat sich gerade nur so. Hatte sich gerade nur so angefühlt. Ja, des Weiteren, ich habe hier noch ein bisschen spitze rumfliegen und ich habe hier noch so ein Eckchen rumfliegen. Tja. So, dieses Eckchen dachte ich mir, eigentlich könnte ich irgendwo. Oh, hier vorne ist eigentlich schon besetzt. Vielleicht kann ich das. Da haben wir eine Pocket. Da haben wir noch eine Pocket. Da haben wir zwei kleine. Jetzt setze ich das einfach hier hinter. Dann setze ich das hier hinter und habe immer noch zwei längere Streifen mit dem schönen Rosa, was wir eben auch auf dem anderen Teil, auf der anderen Signatur verbaut haben. Tja. So. Dann setzen wir das hier mal hinter. Kleines, feines Teilchen. So, wenn ich die beiden rosanen hier noch reinpacke, dann muss ich tatsächlich das blaue dort noch mit reinpacken. Muss man ein bisschen für Gerechtigkeit sorgen, ne? Mal gucken, ob ihr hier überhaupt noch alles seht. Ja, das Video läuft noch, das ist sehr schön. So, hier vorne haben wir schon ganz schön viel drin. Und da wäre tatsächlich diese Seite ganz gut für. Und hier. Tja, Leute, Quizfrage. Schneide ich das jetzt kurz? Lass mal die Quizfrage, ich schneide es kurz. So. Einmal Maß nehmen. Wie lang ist die Seite? Und ihr seht, ich messe nicht wirklich. Also ich messe immer Schnauze. Und dann wird es einfach zurechtgeschoben beim Kleben. Nach dem immer Schnauze messen ist zurechtschieben beim Kleben dran. Sieht doch ganz gut aus. Das sieht doch ganz famos aus hier. So, ich sehe gerade so flapsig das blaue Spitzenband rübergeworfen zur anderen Signatur. Das werde ich an die Seite packen und nicht nach oben. Da oben haben wir, glaube ich, mit dem rosanen schon etwas. Ich muss mal gucken, ich habe auch noch weiße Spitze und schwarze Spitze. Hilfe. Und zwei Spitze am Band. Das hat jetzt tatsächlich nicht distressed. Das habe ich einfach vergessen. Gut, aber wohnt auf dem weißen Blatt, ist nicht so schlimm. So, jetzt haben wir hier was. Das blaue noch an die Seite packt. Eigentlich müsste ich das hier doch auch noch irgendwie. Ne, das sieht eigentlich nicht aus. Also eigentlich möchte das nach oben. Ich stelle fest, es möchte nach oben. Ich weiß gar nicht, vielleicht mögt ihr mir mal die Frage beantworten. Was macht euch Spaß? Machen euch Videos Spaß, die mal gut satt über eine Stunde gehen? Weil ich wette, dass dieses Video auch schon wieder
gut über eine Stunde geht, vor allen Dingen, wenn ich die Teile zusammenfüge. Also die Videoteile, ich habe jetzt nur gestern angefangen, die Materialien zusammenzusammeln oder euch vorzustellen, besser gesagt, gesammelt hatte ich sie vorher. Und in diesem Video hier, ja, bringe ich sie quasi in Ort und Stelle, crafte sie zu Ende oder ähnliches. Das ist die Frage an euch. Machen euch solche langen Videos Spaß oder gehen die euch eher auf den Zwirn und ihr sagt, boah, fasse ich mal kurz, ein Halbstunden-Video tut es auch. Ja, erzählt mir das doch bitte mal. Ich bin mega interessiert. Ich bin ja noch ziemlich neu bei YouTube. Sieht man ja in meinen Abonnenten und so. In Kommentaren. Die sind ja noch sehr schmal. Deswegen doppeltes Yippie-Yay für jeden, der mir einen Kommentar schreibt. Ja, wie seht ihr das? Hättet ihr lieber Halbstunden-Videos und dafür mehr? Oder habt ihr gerne so ein langes Video und Gequatsche, wie ich jetzt gerade mit euch anstelle? Wir machen ja so ein bisschen das Hütchenspiel mit den Signaturen. Ne? Ich packe die mal von rechts nach links, von links nach rechts. Und ja, also, wie gesagt, überrascht mich, nein, Spaß beiseite. Erzählt mir nochmal, was ihr gerne hättet. Oder lieber hättet, besser gesagt. Also dieses Video werde ich jetzt nicht mehr kürzer kriegen. Es ist jetzt so lang, wie es ist. Und es wird auch mit Sicherheit noch ein zweites kommen, wo ich dann zum Beispiel das, was ich gerade angekündigt habe, so ein bisschen was Embosses mit reinpacke. Oder ein bisschen was Geprägtes, besser gesagt. Prägen und Gilding Wax. That was a pretty good idea, I think. Genau, das würde ich nämlich jetzt gleich einfach vorbereiten und euch dann im nächsten Video präsentieren, weil es dauert natürlich ein bisschen. Papierauswahl und prägen und Gilding Wax und trocknen lassen. Kennt ihr ja alles. So. Ja, auch das hier muss jetzt ein bisschen sauber trocknen, hat hier wie so ein kleiner Fischkamm. So. Cool aus mit den Zähnchen. Das hätte ich jetzt aber auch tatsächlich nicht distressed, weil das ist, glaube ich, in sich weiß fein. Bin ziemlich sicher. So, ihr Lieben, hier ist schon ganz viel passiert. Ihr seht es bunt, ihr seht es spitzig. Und es ist dennoch ein bisschen was zu tun. Wir haben noch ein Gedicht. Wir haben hier auch noch so eine kleine Ecke. Das ist klein, also ist relativ groß. Und ich habe auch relativ viel, was ich in Pockets und die kleinen Ecken packen möchte. Gegebenenfalls wird das ja eine weitere Ecke, da muss ich echt mal gucken. Ja, und ansonsten ein bisschen was Geprägtes soll es auch noch sein. Ich mache jetzt erstmal Schluss mit diesem Video. Teil 2 wird folgen und ich denke auch, dass ich Teil 2 ziemlich zügig drehen werde und auch drehen muss. Ich habe ja schließlich hier den Abgabe-Termin. Ja, ich weiß, der ist selbst gemacht und trotzdem ist es ein Abgabe-Termin. Ja, ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Gerne wieder. Gerne schaut euch den zweiten Teil an. Schreibt mir Kommentare, schreibt mir Ideen. Und wenn ihr sagt, Mann, du doof, hättest du das und das gemacht, wäre viel cooler gewesen. Ja, damit, ich übe noch. Ist ja so, ne? Ich bin ein Meister, der übt. Oder Meisterin, die übt. Und freue mich deshalb immer über schöne Anregungen. Ja, like das Video, abonniert meinen Kanal. Schreibt mir Kommentare, lasst uns austauschen, habt riesig viel Spaß beim Basteln und bis demnächst in diesem Kino.